Sehr schön, ja, Sie. Ja, sehr geehrter Herr Professor Drummer, vielen Dank für diese einleitenden Worte. Besser hätte ich das gar nicht erklären können, was ich schon alles gemacht habe. Herr Protekan Lerch, herzlichen Dank für diese einleitenden Worte. Und ganz besonders möchte ich mich natürlich bedanken hier heute beim Tag des Maschinenbaus über Tribologie und Oberflächentechnik referieren zu dürfen. Und hier werde ich die Gelegenheit Ihnen dann nutzen, wie Ihnen Tribologie und Oberflächentechnik das Leben und die Mobilität im Alltag erleichtert und ermöglicht und hier speziell über Reibung nach Maß zu sprechen. Warum ist das ganze Thema für uns so wichtig? Warum arbeiten wir hier mit Hochschulen zusammen? Das ist natürlich ein so übergreifendes Thema, das kann man gar nicht alleine bewältigen. Das heißt, die Zukunft gemeinsam gestalten ist für uns von Bedeutung und hier suchen wir natürlich die besten Partner für Forschung, aber auch die Lehre, um das dann in die Industrie zu überführen. Und da sind wir natürlich ganz, ganz besonders glücklich, dass wir hier den besten Partner für Lehre und Forschung zu dem Schlüsselthema der Oberflächentechnik und Tribologie hier in der Region an der Friedrich-Alexander-Universität gefunden haben und das am Lehrstuhl für Konstruktionstechnik ganz erfolgreich aufgebaut haben mit Professor Merkam und nun Professor Warzak in Lehre und Forschung. Was ist denn überhaupt die Tribologie für vielleicht die Nicht-Maschinenbauer hier? Tribologie ist die Wissenschaft von Reibung und Verschleiß bei Körpern, die in Relativbewegung zueinander stehen und schließt dann auch das Gebiet der Schmierung ein. Ein tribologisches System besteht immer aus vier Körpern, das heißt, das ist nicht ein Materialkennwert, sondern ein System muss optimal zusammenwirken. Da gibt es einen Grundkörper, einen Gegenkörper, einen Zwischenstoff, das kann zum Beispiel Öl sein, und die Umgebung ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben dann als Konstruktionselement die Beschichtung eingeführt, um das maßgeschneidert für die Anwendung anzupassen. Und das kennen Sie vielleicht aus dem Sport, ein tribologisches System, Skilanglaufen. Sie kennen da den Körper, das ist der Ski, der Gegenkörper, der Schnee. Und da wissen Sie, wie wichtig die Umgebung ist. Vielleicht können Sie sich noch an die Winterspiele in Sotschi erinnern, als nicht die favorisierten Norweger gewonnen haben, die eben kalte Umgebung gewohnt waren und dann nicht die richtige Beschichtung haben. Dann heißt es, wenn der Favorit nicht am Ziel als Erster ankommt, da hat man verwachst. Und das ist die Kunst der Tribologie und Oberflächentechnik, die richtige Lösung für die richtige Umgebung und die Zielsetzung zu haben. Beim Skilangläufer ist das relativ einfach zu erklären. Sie brauchen viel Reibung, wenn Sie sich abstoßen, damit Sie die Kraft ohne Verluste auf den Boden bringen. Und wenn Sie gleiten, ja, wollen Sie möglichst wenig Reibung haben, die Reibkraft, die dann der Bewegung entgegenwirkt. Ja, wenn es die Reibkraft nicht gäbe, dann würde ja einmal anstoßen reichen und Sie wären am Ziel. Und solche Systeme gestalten wir eben auch dann in der Industrie, im Maschinenbau. Und hier arbeiten wir dann schon eng in der Forschung zusammen, um das richtige Material zu finden. Ja, beim Skilanglauf ist es eben das richtige Wachs. Und da hier sehen Sie so ein Material, Kohlenstoff, das in zwei Modifikationen, eben als Graphit oder Diamant vorliegt. Und auf der anderen Seite ist dann der Kunde die Anwendung. Da haben wir ein Produkt, wie hier ein Tassenstößel, erkläre ich Ihnen später, der die Funktion, nämlich die Übertragung der Kraft von Nockenwelle auf das Ventil zum Öffnen hervorragend übertragen hat. Alles war gut, nur dann kam das Thema Reibung, Energieeffizienz, CO2-Reduzierung und die Kunden sagten, jetzt brauchen wir weniger Reibung, also entwickelt uns mal so ein System mit wenig Reibung und dann kommt beides zusammen in der Beschichtungsentwicklung, das Material und das Produkt, um das zusammenzuführen als Beschichtung und Beschichtungsentwicklung. Und das ist mir auch immer ganz wichtig, bedeutet zum einen das Material, die Beschichtung und der Beschichtungsprozess, um das Ganze dann auch in die Serie, in Großserie überführen zu können, um so die Bauteile mit den maßgeschneiderten Oberflächen zu haben, um die ganzheitliche Innovation in Produkt und Prozess zu ermöglichen. Und das natürlich auch wunderbar in der Zusammenarbeit mit einer Volluniversität wie der FAU, wo ja die Produktionstechnologie auch einen sehr hohen Stellenwert hat. Die Oberflächentechnik beschäftigt sich also damit, ganz gezielt dort, wo man die Eigenschaften benötigt, diese Eigenschaften einzustellen. Und hier haben wir dann so einen Beschichtungsbaukasten entwickelt zum Verschleißschutz, zur Reibungsreduzierung, Korrosionsschutz oder auch
Isolation. Und Herrn Lerch wird es freuen, wir sind hier auch den Weg schon in die Megatronik gegangen, intelligente Oberflächen, Sensotech, da werde ich Ihnen dann auch noch etwas zu erklären. Das ist aber ja erstmal nicht dann der Mehrwert für den Kunden, dass er weniger Reibung hat, sondern er hat eine höhere Energieeffizienz, eine erhöhte Lebensdauer und Zunahme der Funktionalität. Und deshalb haben wir die Oberflächentechnik ganz gezielt eingeführt, nicht als Abhilfemaßnahmen, wie Sie das vielleicht früher kannten bei Beschichtung von Werkzeugen, wo es dann hieß, um Gottes Willen, jetzt müssen wir auch noch beschichten. Nein, wir schaffen damit einen Mehrwert ganz früh im Produktentstehungsprozess und deshalb passt das auch so hervorragend, Herr Professor Warzak, zu dem Lehrstuhl Konstruktionstechnik. Gehen wir mal in die Anwendung. In einem Fahrzeug sind heute um die 80 Bauteile aus unserem Hause und ich habe Ihnen hier mal etwas mitgebracht aus dem Motor. Da geht es darum, Reibung zu reduzieren. Seitdem Reibungsreduzierung CO2-Reduzierung heißt, ist das ein ganz wichtiges Thema. Da brauchen Sie also wie beim Skilangläufer die niedrige Reibung. Aber Sie wollen ja auch sicher und mit hohem Komfort ans Ziel kommen, zum Beispiel bei einer Kupplung. Da brauchen Sie dann eine stabile Reibung, genauso wie bei einer Bremse. Da wollen Sie dann möglichst viel Reibung haben, um das Ziel auch zu erreichen. Und Sie finden diese Technologien auch überall in der Wälzlagertechnologie und auch verstärkt eben in Radlagern, die dann auch Sensorik beinhalten. Und hier haben wir einen wunderbaren Werkstoff in den letzten Jahren auch in Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen betrachtet. Sie kennen das, Kohlenstoff als Graphit oder Diamant, Graphit, SP2 gebunden, hexagonale Ebenen, die sehr gut aufeinander gleiten kann. Wer von Ihnen noch mit Bleistift schreibt, kennt das, gleitet schön übers Papier und Sie haben zum Glück auch Verschleiß, dass Sie danach was lesen können. Auf der anderen Seite gibt es Diamant, das härteste Material, 10-mal härter als Stahl grob, SP3 gebunden. Sie sehen hier, der Diamant blickt Sie schon so an, manche Männer zucken zusammen, ist ja verdammt teuer, bindet dafür ein ganzes Leben zum Teil, ist aber für die Industrie ungeeignet. Wir haben etwas dazwischen entwickelt als Ingenieure, sogenannte amorphe Kohlenstoffsysteme zwischen Graphit und Diamant und die können wir dann ganz gezielt mit moderner Beschichtungstechnologie einstellen, zwischen Graphit, Diamant, ja, bis hin zu Plasmapolymere, Herr Trummer, also Kunststoff ist da auch vertreten. Und das können wir dann gezielt einstellen, fast bis zur Härte von Diamant, um dort die tribologischen Systeme in einem so wunderschönen amorphen Netz mit metallischen Elementen und nicht metallischen Elementen ganz gezielt einstellen. Ja, warum hat es so eine große Bedeutung? Wir kümmern uns ja um die Mobilität für morgen und da sind wir sehr stark getrieben natürlich von den Megatrends, da die Mobilität ja sehr beeinflussen, die gesellschaftlichen Trends, Urbanisierung, technologische Trends, Digitalisierung, zunehmende Megatronik, Umwelttrends natürlich, ja, Ressourcenverfügbarkeit und die wirtschaftlichen Trends. Das Ganze muss natürlich auch bezahlbar sein. Und hier haben wir in der Strategie, Wachstumsstrategie, Mobilität für morgen, die umweltfreundlichen Antriebe, urbane Mobilität, die interurbane Mobilität und die Energiekette ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Wo kommt denn die Energie her und wie stellen wir sie zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, in der richtigen Form zur Verfügung? Ja, und da haben wir uns natürlich Gedanken gemacht und festgestellt, da ist Vernetzung ganz, ganz wichtig und Oberflächentechnik, um das zu ermöglichen. Und da braucht man nicht nur Technologie, da braucht man die Menschen, die sich vernetzen, Wissenschaft, Wirtschaft, Industrie und akademische Welt. Und wir brauchen die Produktionstechnologie am Ende, um diese kundenorientierten Lösungen dann auch der Welt zur Verfügung zu stellen. Ein Beispiel aus dem umweltfreundlichen Antriebsbereich, getrieben natürlich von der stetigen Reduzierung der CO2-Emissionen und da ist natürlich Reibungsreduzierung ein ganz, ganz wichtiges Thema. Egal jetzt, ob im Verbrennungskraftmotor, ja, 2012 98% reine Verbrennungskraftmotoren, mal gucken, ob der Trend hier auch ist. Wer ist mit dem Elektroauto gekommen heute? Mit dem Fahrrad sicherlich wenige. Elektroauto? Also wahrscheinlich mehr als 1% ist das dann. Also man sieht, hier sind wir schon einen Schritt weiter. Wenn man mal sieht, 80 Millionen Fahrzeuge 2012, 100 Millionen 2020, 2030 werden 120 Millionen produziert. Hybridisierung nimmt zu, aber auch die Elektrifizierung. Und da müssen wir eben gucken, da die richtigen Lösungen gemeinsam zu finden. Und da wird die Tribologie eine wichtige Rolle
weiterhin spielen. Bei der Elektromobilität ist es eben Reichweite. Ja? Je weniger Reibung Sie haben, umso weiter kommen Sie. Und das Schöne bei Bauteilen ist, dass alle eine Oberfläche haben, die Sie entsprechend gestalten können. Komme ich hier zu der Stribbe-Kurve. Hier geht es jetzt eben darum, die Reibung in dem gesamten Bereich zu reduzieren, das heißt Körper und Gegenkörper in der Oberfläche entsprechend zu optimieren. Oberflächenstruktur ist ein ganz großes Thema und den richtigen Schmierstoff zu finden. Reibung im Festkörperkontakt zu reduzieren ist ganz, ganz einfach. Da nehmen Sie ein Material mit nichtmetallischem Charakter, zum Beispiel kovalente Bindungen oder heteropolar. Aber diese Schichten müssen dann auch ganz, ganz starken Verschleißwiderstand haben. Gibt es von Ihnen jemanden, der ab und zu kocht? Gibt es ja. Und dann gibt es ja so Pfannen, die so eine PTFE-Beschichtung haben, Teflon im Volksmund. Die hat ganz wenig Reibung. Sie sehen, wie der Schmierstoff da drauf abperlt. Aber wehe, Sie nehmen metallischen Gegenstand, dann ist die Schicht weg. Also muss sie auch einen hohen Widerstand haben. Und zusätzlich sehen Sie ja auch hier die Reibung über die Schmierfilmdicke oder die Viskosität. Je höher sie ist, umso mehr Scherkräfte müssen Sie überwinden. Also wollen wir möglichst einen dünnen Schmierfilm. Sie wissen, das Öl wird immer dünner. Und man kommt dann wieder in den Bereich, wo man Verschleiß hat. Und das heißt, uns ist es jetzt hier gelungen, die Reibung in dem ganzen Bereich im Ventiltrieb in den letzten Jahren zu reduzieren über moderne Oberflächentechnik, wie Sie hier mal sehen. Ja, vor 15 Jahren, das war, als ich zu Schaeffler kam, waren wir hier 100% Reibung, Stahl gegen Gusseisenkontakt meistens, Nockenwelle, Tassenstößel. Über Oberflächenstrukturierung kann man das Ganze schon mal deutlich reduzieren, um die 20%. Das Blöde dabei ist, wenn es wieder zu Festkörperkontakt kommt, ist die schöne Oberfläche weg. Mit einer harten Schicht können Sie das konservieren. Und heute mit den diamantartigen Kohlenstoffschichten und der Optimierung ja, in der Gemeinschaft mit den Schmiermittelherstellern, mit den Kunden, haben wir heute die Hälfte der Reibung im Ventiltrieb. Halbe Reibung hört sich ganz toll an, ist auch ganz toll für den Kunden und auch für die Gesellschaft. Pro Fahrzeug sind das 1-2% weniger Kraftstoffverbrauch oder CO2-Reduzierung, merken Sie dann auch beim Tanken. Und das Wunderbare daran ist, ein hervorragendes modulares Konstruktionselement, braucht praktisch keinen Bauraum, 1-4 Mikrometer Platz haben Sie fast immer und das natürlich auch leichtbar. Und das sieht man auch bei dem Erfolg, Nanotechnologie ist heute in Großserie, auch in bester Qualität weltweit. Und wir beschichten jährlich und liefern über 100 Millionen solcher Bauteile aus. Komme ich zur Energiekette. Sie finden überall, wo sich Wälzlager drehen, auch tribologische Systeme. Das ist so unser Katalog. Das zeige ich deshalb, weil da ist natürlich dann die Produktionstechnologie gefragt. Wenn es heißt, ja, Sie haben doch die Schicht schon entwickelt. Ja, aber für ein kleines Lager, den Sie beim Zahnarzt genießen können, wie ist das denn dann in der Windkraft oder wenn Sie im London Eye mit unserem Lager kreisen. Das heißt, dann muss man wieder den Produktionsprozess auch immer ganz, ganz bedeutsam wieder anpassen. Ja, hier bis 4 Meter Standard. Wenn Sie ein größeres Lager brauchen, können wir auch um die 12 Meter liefern. Da brauchen wir ein bisschen Vorlauf. In der Windkraft werden zum Beispiel solche Pendelrollenlager eingesetzt und die können wir heute mit dieser modernen Oberflächentechnik im Bereich der Mangelschmierung etwa 40% energieeffizienter einsetzen. Das heißt, Sie können mit sehr wenig Schmierstoff arbeiten, was natürlich auch Ressourceneffizienz bedeutet und bei höchsten Belastungen. Das Tolle daran ist wieder von dem modularen Aufbau als Konstruktionselement 2 Mikrometer Schichtdicke und hier beschichtet man dann eben nur einen Reibpartner. Das ist eben auch bei dem Produktentstehungsprozess sehr wichtig. Sie sehen hier die wunderschönen schwarz gefärbten Rollen, die im Kontakt mit dem Messingkäfig sind. Könnte auch Kunststoff sein, in dem Fall nicht. Und Innenring und Außenring. Und hier haben wir auch den Materialica Design Award bekommen, weil wir heute in der Lage sind, diese 3 exzellenten Eigenschaften, minimale Reibung, maximaler Verschleißschutz und höchste Wälzfestigkeit. Das war ja lange ein Thema beim Wälzlager, über 2000 Megapascal, dass solche Schichten dann abgeplatzt sind. Also Prozesstechnik, ganz, ganz wichtig. Kommen wir zur interurbanen Mobilität. Die Menschen reisen immer mehr, sei es mit dem Zug oder sei es auch mit dem Flugzeug. Luftverkehr wird in den nächsten 15 Jahren deutlich
zunehmen weltweit, und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, hier die Ressourceneffizienz zu steigern. Hier gibt es Triebwerke, die durch gesteigertes Bypass-Verhältnis ganz, ganz effizient arbeiten, und die funktionieren nur durch den Verschleißschutz von solchen Beschichtungen bei Kegelrollenlagern. Wir haben eben über die Luftfahrt gesprochen, also solche Themen können wir auch jetzt von der Qualität in der Luftfahrt einsetzen, haben hier einen deutlichen Sprung in den letzten Jahren gemacht. Und da tragen wir dann bei, 16% weniger Kraftstoff zu verbrauchen, und die Nürnberger wird es freuen, hier haben wir ja kein Nachtflugverbot. Das Ganze geht auch mit ganz, ganz wenig Geräusch emulsieren, 15 Dezibel weniger Geräusch. Ja, ich hatte Ihnen jetzt mal gezeigt, wie wir die Reibung reduzieren. Das heißt, die böse Reibung, dass der Langläufer mit wenig Kraftaufwand als erster ins Ziel kommt, aber wenn jetzt ein Berg kommt, dann muss er einen Berg rauf. Wie gelingt es uns denn dann gezielt, die Reibung so einzustellen, dass er den Berg raufkommt, wie wir es bei Kupplung, Bremsen und Getrieben benötigen? Hier mal ein Beispiel, passt ja auch gut zum Wetter, nasse Doppelkupplung, ein Thema, wo es sehr um die Oberflächenstrukturierung geht, wo wir über die zunehmende Differenzgeschwindigkeit immer einen positiven Reibungsgradienten brauchen. Ansonsten kommt es zu dem gefürchteten Kupplungsruckeln. Ja, das sehen Sie bei der roten Kurve, wo dann der Reibungsgradient abfällt, Stick-Slip-Effekt und Ruckeln der Kupplung. Das möchte kein Kunde, das ist sehr unkomfortabel, sondern so wie grün dargestellt mit der idealen Struktur haben wir eine unpassende Porosität, das heißt, es bildet sich dann ein zu dicker Schmierfilm auf. Dann haben wir das, was Sie beim Aquaplaning kennen, beim Autofahren zwischen Reifen und Straße, fahren Sie nachher vorsichtig. Da steht dann ja immer, man soll langsamer fahren, ja, dass man eben in diesem Bereich bleibt. Dann kommt es zum Abhegeeffekt und die Kupplung arbeitet nicht mehr richtig. Also hier ist ganz bedeutsam, die Reibung gezielt über die Oberfläche einzustellen. Ja, komme ich zur Mechatronik, ein ganz bedeutsames Thema, und hier haben wir uns auch entschieden, mit der Friedrich-Alexander-Universität auch unsere Zusammenarbeit im Zeitalter der Digitalisierung, Mechatronik, weiter zu vertiefen. Das ist ganz, ganz wichtig für die Zukunft. Um die Reibung jetzt auch gezielt einzustellen, ist es für uns auch wichtig, wie wir die Welt bewegen, wie die Reibungsverhältnisse auch sind, und mit solchen Dünnschichten, die auch auf PVD-Technologie basieren, können wir ganz in Echtzeit dann messen, Drehmoment, Kraft und damit eben auch Reibung und Temperatur. Wir haben die Prozessentwicklung jetzt über die letzten 10 Jahre von zweidimensional auf dreidimensional in Serienmaßstab überführt und sind soweit, haben den ersten Schritt dann zur sogenannten Tribotronik gemacht, dass wir messen können und danach dann auch aktorisch tätig werden können. Ja, so sieht dann ein Wälzlager aus, dass wir hier sensieren können, wo wir eben die Spannungstrajektorien haben. Das ist so sensibel, dass wir nicht im Wälzkontakt sind. Und hier wird dann der Sensor zum Bauteil oder Bauteil ist Sensor. Das heißt, Sie brauchen keinen zusätzlichen Sensor, sondern haben das schon im Bauteil integriert. Und der Vorteil gegenüber das, was man so kennt an geklebten Dehnmessstreifen, die eine große Dehnung brauchen, weil sie nicht so sensitiv sind, sind solche atomar gebundenen, aufgespatterten Schichten so sensitiv, dass sie kleinste Dehnungen direkt sensieren können, und darüber hinaus sind sie auch sehr robust gegen Umwelteinflüsse, das heißt Feuchtigkeit, Temperaturänderungen, und das ist so der nächste Schritt für Reibung nach Maß, maßgeschneiderte Reibung, messen, sensieren und dann aktorisch tätig werden. Ja, komme ich nochmal zur Vorlesung, was wir hier in den letzten Jahren aufgebaut haben. Das, was Sie eben gesehen haben, das ist das, was die Studenten, die Studierenden dann nach der Vorlesung auch können. Eine ganz wertvolle Investition für uns in die Zukunft. Sie lernen eben an so einem Planspiel dann, wie kann ich die Reibung reduzieren, um CO2-Einsparziele zu ermöglichen, führen dann den Beschichtungsprozess aus, wählen die richtige Beschichtung aus, machen die ganze Schichtcharakterisierung, Qualitätskontrolle, und dann trifft sie das wahre Leben, dann kommen sie zu uns zu einem wunderschönen Tag und präsentieren ihre Ergebnisse. Da lernen sie auch, wie man das später machen muss, wenn die Ergebnisse nicht so gut sind. Und hier haben wir den ganz geregelten Ablauf. Sie sehen hier ja, die begeisterten Studierenden, und wir freuen uns schon, wenn wir das im August wieder haben. Wir haben das also von der Vorlesung bei Herrn Professor Warzak jetzt eben auch ausgebaut, dass wir noch ein Praktikum dazu anbieten.
Ganz toll finden wir das natürlich auch die Zusammenarbeit mit Formula E. Da lernen die Studierenden den Teamgeist, das übergreifende Zusammenarbeit, Projektarbeit in Perfektion beim Rennsport. Da sind wir ja auch sehr aktiv, das wissen Sie. Da lernen eben die Studierenden, wenn die Ampel dann grün ist, dann müssen sie starten. Sonst wird ja ein Projekt manchmal ganz gerne verschoben. Ich war bei der Vorstellung des neuen Fahrzeugs, High Octane, 50 Studenten, 8 Monate, ein Ziel. Wunderbare Projektzusammenarbeit und wie Sie hier sehen, ist Tribologie da natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, auch in der Elektromobilität, hier sind wir ganz, ganz schnell unterwegs und da ist natürlich auch Megatronik ein wichtiges Thema. Und dann können Sie mal im ersten Juli-Wochenende, da ist das Finale, ein Punkt haben wir Vorsprung, uns die Daumen drücken und verfolgen. Und da geht es um Reichweite. Da sehen Sie mal, wie die Batterie an Leistung, an Ladung verliert. Da muss der Fahrer dann ganz gezielt eben die Energie sparen. Und da haben wir jetzt Radlager, wo wir 3% weniger Energie brauchen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also Tribologie wird immer an Bedeutung haben. Und auch für Sie, freuen Sie sich auf das Rennen und denken Sie dabei, Sie sind immer hier in guter Begleitung tribologischer Systeme, egal ob Sie später mit dem Auto nach Hause fahren, mit dem Zug oder auch im Flugzeug können Sie die Flüge in Zukunft besser genießen. Vielen Dank.